kann etwas so Wunderschönes sterben? Eine Plage vernichtet das Land, aber der Baum des Lebens steht noch. Fragt sich nur, wie lange noch? Das Ende kommt in die neue Welt. Die Stämme sind gespalten. Sie brauchen jemanden, der stark genug ist, sie zu einen oder alle zu unterwerfen. Dies ist eine Geschichte mit einem ungewöhnlichen Anfang. Daher wird das Ende auch ungewöhnlich sein. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal oder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Nicke auf dem Frau Schnurrer-Kanal, genau so rum. Wir spielen etwas, was ich nicht für möglich gehalten habe. Wir spielen tatsächlich Biomutant. Es war schon fast wie eine Legende. Wird es jemals rauskommen? Ja, es ist rausgekommen. Ich spiele auf der PS5. Warum? Weil ich nicht umstecken wollte. Und weil ich mir gedacht habe, wenn schon das Ding da steht, dann können wir auch mal eine PS4-CD da reinquetschen. Und ja, wir gucken einfach mal, was hier so abgeht. Im Moment verwirrt mich dieses Biomutant, wie das da steht. Es sieht äußerst unschön aus. Ja, wir schauen mal, was uns hier erwartet. Ich habe Gemischtes gelesen. Manche sagen, es bleibt hinter den Erwartungen zurück. Andere sagen, es hat gute Ansätze, es kommt nicht hinterher. Wieder andere sagen, es ist ganz schrecklich. Und andere sagen, es ist völlig okay. Also, wie hört sich das an? Wie Cyberpunk. Und Cyberpunk. Mit Cyberpunk hatte ich ja sehr viel Glück, muss ich sagen. Mal schauen, willkommen, ob wir jetzt hier... bei Biomutant. Auch Glück gehabt. Das hat mich jetzt verwirrt. Biomutant? Das heißt auch Biomutant. Aber ich mag die Stimme. Die mag ich wirklich. Was haben wir denn hier? Dialoge automatisch weiterführen. Ja, können wir machen. Ich lasse jetzt erstmal, glaube ich, alles so. Kamera. Ja, können wir mal so lassen, glaube ich. Untertitel sind an, oder? Untertitel? Wahrscheinlich, ja. Textdeutsch. Okay, ja, wir lassen es einfach mal so und starten ein neues Spiel. Was ist denn mittelschwer? Wieso sind hier keine Erklärungen? Es kommt mir ein bisschen abgespeckt vor, muss ich sagen. Und von der Schriftart erinnert es mich irgendwie an PS2-Spiele. Also normalerweise würde ich jetzt sagen, folgendes Problem. Ich habe nur schwere Spiele auf meinem Kanal bisher, außer Resident Evil, was ich auf leicht spiele. Ich würde jetzt hier am liebsten leicht spielen, aber wir nehmen mal mittelschwer. Und hoffen, das wird was. Kodiere deine DNA. Okay, er hat ein seltsames München, muss ich sagen. Er guckt ein bisschen betrüppelt. Das sind wir. Ich frage mich gerade ernsthaft, sieht das auf der PS4 auch so aus? Hätte ich lieber auf der PS4 spielen sollen? Was haben wir denn hier? Die Urläufer sind eine sehr gewandte anthropomorphe Spezies. Als Hybrid hat ihre Genmutation sie flink und wendig gemacht. Allerdings auf Kosten eines höheren Intellekts. Ach, deswegen guckt er so komisch. Die Dumdon. Von allen anthropomorphen Spezies gehören die Dumdon zu den am wenigsten entwickelten. Die Hybridwesen kompensieren ihre mentale Schwäche mit Körperkraft. Ah, scheinbar sind die ein bisschen stärker. Die sind halt ein bisschen dumm anscheinend. Oder? Eines höheren Intellekts. Die Rex sind eine außergewöhnlich weit entwickelte anthropomorphe Spezies. Der DNA-Strang dieser verstoßenen Hybridwesen hat sich physischen und mentalen Herausforderungen gleichermaßen angepasst. Ja. Chatte, Vitalität. Das ist auf jeden Fall interessant. Die Hühler sind eine anthropomorphe Spezies mit regenerativen Eigenschaften. Eine Genmutation hat die Hybridwesen extrem robust und widerstandsfähig gemacht. Ja, das finde ich schon mal sehr cool. Also von Kriselfaktor, muss ich sagen, erinnert es mich stark an Cyberpunk auf der PS4.
Okay, was ist das? Die Spezies der FIP ist bekannt für ihren hochentwickelten Verstand. Ihr genialer Geist ist eng verflochten mit den KI-Kräften, was ihre psionische Energie noch verstärkt. Was? Psionische Energie? Hä? Murgel. Ach, wie süß. Die Murgel gelten als Inbegriff einer idealisierten Spezies. Im Laufe ihrer evolutionären Entwicklung haben Form und Erscheinung die Oberhand über Funktion gewonnen. Okay, also an sich geht es jetzt erstmal nur um den Kopf. Also das ist ja er hier. Er steht ja vor mir hier so. Was will ich denn? Ich hätte gern Rüstung, dass ich eine starke... Ich hätte gern Nahkampf sehr stark und Rüstung auch. Rex, da müsste ich wahrscheinlich die Rex nehmen. Die haben Gesundheit viel. Die haben ein bisschen mehr Rüstung hier. Eieiei. Ich glaube, ich würde diese nehmen, die Rex. Ich glaube, ich würde eine Rex basteln. Irgendwie. Oder einen Rex. Kommissar Rex. Hat halt viel Gesundheit. Nahkampfschaden ist aber nicht so der Burner. Dumdon. Energieregeneration hat nicht viel. Dann ein bisschen mehr, aber halt voll wenig Nahkampfschaden. Ah. Ich muss sagen, ich hau schon gern drauf. Nahkampfschaden ist gleich. Ich glaube, wir nehmen dieses Wesen. Hat sich physisch und mental gleichermaßen angepasst. Der DNA-Teil. Ich glaube, wir nehmen sie. Oder er, was auch immer. Ich glaube, wir nehmen mal den. Randomisieren. Da ist denn das? Morgel? Hä? Okay. Boop. Wir nehmen das. Ich weiß nicht, was dieses Randomisieren sein soll. Lege die Anfangsattribute deines Charakters fest, um genauere Beschreibungen der Auswirkungen jedes Attributs zu sehen. Drücke. Definiere deine genetische Struktur. Aha. Was kann ich da machen? Bestimmt, wie viel Gesundheit du hast. Die Menge, die du hast. Dieser Wert erhöht sich, wenn du Stufen aufsteigst. Ja, das ist ja klar. Die Menge an Rüstung, ja, bestimmt wie viel Schaden, ja. Nahkampfschaden ist, desto mehr Schaden fügst du zu. Verbessert deinen Nahkampfangriff. Das ist doch selber. Okay, Intellekt. Wie viel KI-Energie du hast. Wie schnell sich deine KI-Energie generiert. Okay, KI, das kenne ich ja. Energieregeneration. Bestimmt, wie schnell du dich bewegen kannst. Ja gut, solange ich mit U meine Rolle machen kann, ist es eigentlich egal. Feilschen. Den du durch den Verkauf von Gegenständen erhältst. Glück. Kritische Trefferchance. Beute. Ach du Heilige. Ach du Heilige. So, wie wollen wir aussehen? So, oder? Ach, wie süß. So, das ist der Standard, gell? So, hier haben wir Standard. Ich würde gern... Wo ist Stärke da? Aber wenn wir eher in Stärke reingehen... Dann verlieren wir Agilität. Nee. Intelligenz. Oh, großer Kopf. Zara, großer Kopf. Oh, unten Überbiss. Charisma.
Das soll ich mal lieber wie Sims, wie bei Sims hier allerdings an einer Büste. Mal hier Vitalität. Ernsthaft? Vitalität und dann so ein Brocken? Ich glaube, ich habe irgendwas nicht verstanden. Okay, gut. Hier kriegen wir lange Ohren. Voll süß. Am liebsten würde ich nach dem Aussehen gehen. Den finde ich süß. Er sieht sehr intelligent aus, muss ich sagen. Hat aber nur ein bisschen Überbiss. Da ich mich entscheiden kann, soll man einfach das nehmen? Ach, hier kann man sich nur aussuchen, wie er aussieht. Ich glaube, wir nehmen das. Ich würde natürlich gern stark sein. 54, und dann geht die Intelligenz runter. Krieg mal Gesundheit dazu. Weiß nicht, ich kann mich jetzt erstmal nicht entscheiden, deswegen würde ich fast das hier nehmen. Also das Standardding irgendwie. Ja, kratz dich erstmal ein bisschen. Oh, dass das jetzt so ewig dauert. Ja, die Folge wird heute ein bisschen länger wahrscheinlich. Die anderen Folgen werden immer so halbe Stunde bis 40 Minuten, denke ich mal, super Outriders. Aber die erste wird immer ein bisschen länger. Bei Resident Evil so. Also ich bin echt überfordert gerade. Das ist ja schrecklich. Stärke 35. Da haben wir aber nur 27. Ich hätte gern... Oh. Hier. 32, 33. Wir sind halt da nicht so intelligent. 39, 48, 29. Nee, das ist zu weit. Oh, ein Stückchen hoch vielleicht. 42, 35. Intelligent sind wir dann fast gar nicht mehr. Okay, warte mal. Ich versuche mal was. 30, 35, 25. 31, 26. Sollen wir mal so machen? Wir machen mal so. Wähle eine genetische Widerstandskraft. Radioaktivität. Ach, hier unten. Okay, meine Widerstandskraft. Kälte, Hitze. Randomisieren. Radioaktivität ist unsere Widerstandskraft. Was heißt Widerstandskraft? Ja, das bringt mir so viel. Also brennen ist ja immer voll scheiße. Da würde ich fast brennen sagen. Also ich glaube, wenn man gegen alles so ein bisschen ist, dann ist es auch voll gut, oder? Radioaktivität. Oh, ich glaube, wir machen mal so. Wähle deinen Fellstil. Okay. Ja. Wollen wir ja eine Katze aussehen? Das ist eine miese Katze. Nee, sie sieht ein bisschen blutig aus. Wirklich eine sehr süße miese Katze. Gibt es auch eine in grün? Ich hätte gerne eine grüne Katze. Oh, das sieht süß aus. Oder wir sind ganz rot dann. Wir sehen auch ein bisschen krank aus, muss ich sagen. Sollen wir mal ganz weiß sein?
randomisieren. Wie ist denn ein weißes Dingelchen dann? Heieiei. Also diese Musik ist wirklich sehr schön. Ich glaube, wir machen... Oh, das ist auch süß. Ich glaube, das sieht ganz süß aus. Also das ist ja ganz weiß. Bestimme deine Hauptfarbe. Meine Hauptfarbe? Das ist ja meine Hauptfarbe. Jetzt kann ich grün machen. Ah, okay. Hä? Bitte? Drehen? Achso. Okay, wir machen schon Kontrast ganz hoch. Lass mal ein bisschen grün machen. Wir machen mal den Kontrast ein bisschen runter. So ein bisschen angemoost, habe ich gedacht. Wähle deine Detailfarbe. Das ist die Detail... Das ist doch... Hä? Das ist doch falsch rum. Die Zweitfarbe. Aber die Zweitfarbe ist doch die Hauptfarbe. Mach mal hier. Oh. Bisschen ins Gelbe gehen. Nee, das sieht immer aus wie Glühwürmchen. Toll, wir hätten ihn ganz grün machen können. Verdammt! Ich glaube, wir bleiben aber weiß. Wähle eine Klasse. Söldner. Aha. Zwillings-Silbergriff. Nahkampf-Doppelwaffenfähigkeit. Rüste zwei verschiedene einhändige Nahkampfwaffen aus, um beide gleichzeitig zu führen. Zorn. Angriffe mit Nahkampfwaffen fügen dem Ziel 10% zu den Schaden zu. Schaff. Ach nee, schießen dich hin. Ich sehe auch nicht. Ich muss sagen, das will ich irgendwie auch Saboteur. Nicht. Ah, Assassine. Rüste zwei Waffen auf. Hypergenetisch deine Energiekosten fürs Ausweichen werden um 20% reduziert. Wächter. Dein Grundrüstungswert wird um 10 erhöht. Was ist das für ein Tier? Was ist das für eine Keule? Scharfsöldner. Scharfschütze. Deine Fernkampf werden sofort nachgeladen. Söldner. Habe ich auch deinen Fernkampf? Ja, habe ich. Wir machen mal das. Das Söldner war dabei. Gewählt. Ja. Gute ja, Wahl. Wir sind. Gute Wahl. Wir sind Söldner. Um dich nach vorne zu bewegen, verwende L. Um dich umzusehen, verwende R. Hier ist jemand mit einer schwierigen Vergangenheit im Zentrum einer laufenden Geschichte stehen. Okay. Kann ich mich rollen? Ja, das ist überall dasselbe. Katzensprung. Du stehst bereits an einer Kreuzung. Zu leben heißt, dem Leben eine Richtung zu geben. Wer keine Entscheidungen trifft, kann genauso gut aufhören. Doch du stehst nicht nur an einer Kreuzung, sondern auch vor einer Wahl, dem Abbild deines Ki, der Urenergie, die alles durchfließt. Ich bin auf jeden Fall das. Darf ich mich vorstellen? Ich bin deine dunkle Seite, deine innere Stimme, um genau zu sein, ein Echo des Gleichgewichts und der Konsequenzen deiner Taten auf deinem Weg. Wisst ihr, was das Interessante ist? Ich glaube tatsächlich, dass es in der Aufnahme viel besser aussieht als auf meinem Fernseher. Ich glaube, mein Fernseher kriegt das alles nicht so hin mit den Farben. ich glaube, das Dunkel ist nichts für mich. Ich bin eins mit dem Dunkel.
Zum Glück erkennst du dein wahres Selbst. Schreite auf dem hellen und besseren Weg voran. Du kannst dir nicht einfach so widersprechen. Du hast dich doch anfangs richtig entschieden. Warum solltest du jetzt deine Meinung ändern? Ach so, okay. Denn du kannst dich deinem Herzen nicht verschließen. Manchmal ist ein Gedanke eben nur ein Gedanke. Am Ende zählen nur deine Taten. Ich will wieder zurück. Doch dies ist nur der Anfang vom Ende. Am Ende triumphiere ich. Oder du gehst unter. Aura einigermaßen dunkel. Okay, hier liegen Müllsäcke. Wieso liegen die eigentlich über Müllsäcke? Manchmal kann wohl auch links das Rechte sein. Hä? Was? Hallo? Geschichten von Tod und den zurückgelassenen Toten. Eine Mahnung, dass man der Gejagte und der Gnade der Natur ausgeliefert ist. Das sieht aus wie eine Pinata. Fleisch des Fleischfressers, neue Hauptquest. Erinnerst du dich an die Bestie, die deine Familie zerstört hat? Oder hast du dich entschieden, sie zu vergessen? Du hast dieser Welt den Rücken gekehrt und dich in deiner eigenen verirrt. Unterdessen ist der Jäger nur noch stärker geworden. Oh, oh. Ich bin so süß. Lupa Lupin. Rolle. Ich habe mich doch schon gerollt. Schießen und ausweichen. Was ist denn hier los? Pantherstreich. Parieren, okay. Hat er nicht auch eine Leiste? Ausweichen im Nahkampf. Oh Gott. Oh, nein. Hasenzorn. Ah, das ist diese von der Atomic Edition Statue Dingsbums. Lauf lieber weg. Dies ist weder die Zeit noch der Ort für dein Ende. Oh, ich wollte ihm eigentlich auf den Rücken schießen. Das sieht ja aus, als ob man da direkt reinhämmern kann. Biomutant. Ladezeit. Wow. Dieses Mal war es am besten, wegzulaufen und den Kampf an einem anderen Tag auszufechten. Hoffentlich bist du bereit, wenn dieser Tag kommt. Okay. Was ist denn hier los? Entkomme der Explosion. Ach so! Kann ich eigentlich auch rennen? Ah, so kann ich rennen. Okay, wir sind der Explosion entkommen. Können wir wieder zurück? Fühlt sich ein bisschen starr an, muss ich sagen. Also wirkt eher wie ein... Der Räuber ist nicht die einzige Bedrohung. Mit Beginn der Endtage begann die Tierwelt zu mutieren und der Baum des Lebens begann zu sterben. Zielen im Nahkampf. Bewege dich auf deine Gegner zu, um mit Nahkampf an deine zu zielen. Okay. Ich richte die Kamera auf einen Gegner. Ja. Und deine Fernkampfwaffe hohe Nachzuladen drücke. Ja. Er wird zum Ausweichen für den... kannst du diese Aktion nicht ausführen. Ja, das ist ja klar. Das ist ja wie immer. So. Ach, hier. Okay. Oh, ist ein bisschen starr, muss ich sagen. Kritischer Treffer. Oh, das macht aber Spaß. Pow. Oh nein, er hat mich gebissen. Du Schuft.
Ma, bin ich echt so schwach? Wieso? Das ist doch gerade mal die erste Mission. Das wird doch nichts. Öffne die Tür. Achso. Ich will aber, warte mal. Kann ich hier nicht irgendwas mitnehmen? Hab ich irgendwas bekommen? Warte mal. Was sind das hier eigentlich für Blubbelblasen? Blubbelblasen. Jetzt will ich. Wie er rennt. Nee, wie er springt. Ach nee. Okay, ja. Gibt's ja auch eine Kiste? Ich hätte gerne eine Kiste. Die Grafik so normal. Ich bin gerade ganz verwirrt. Also wirklich sehr verwirrt. Es kann doch nicht sein, dass die auf der PS4 schöner aussieht wie auf der PS5. Auch er ist so süß. Ich mag es trotzdem. Ich will das da runter machen. Warte mal. Bis dahin kommen wir nicht. Okay. Egal. Was haben wir hier überhaupt? Ja. Kundebunker 101, ey, das ist doch das Entwicklerteam, also Experiment 101. Das habe ich bestimmt extra gemacht, so. Oh, Munitionskiste. Gib ihm. Yay, elektrisches Modul. Waffenzusatzteil. Du hast einen Spezialeffekt-Zusatzteil für Waffen gefunden. Bringe es an deiner Fernkampfwaffe an, damit sie eine zusätzliche Schadensart zufügen kann. Solange die Munition reicht gegen diese verschiedenen Schiene, sind einige Gegner besonders anfällig. Andere wiederum Assistenz. Setze sie klug ein. Ausrüsten? Waffenzusatz. Indem du es über den Schnell... Okay. Okay, gut. Warte mal. Sag mal, hier können wir uns heilen. Da können wir raus. Da geht's aber auch lang. Medizinvorrat. Deine Gesundheit regeneriert sich im Kampf nicht automatisch. Du musst Verbrauchsgegenstände konsumieren oder andere halten. Okay. Ein Verbund. Pflaster. Gesundheitspflaster. Okay. Aufnehmen. Schnellauswahlmenü. Ah, okay. Warte mal. Ping, ping. Hier. Hä? Warte mal. Ich bin gerade verwirrt. Wie komme ich denn da hin? Hä? Klettere die Kette hier auf. Ich verstehe es nicht. Integrieren. So. Was gibt's hier? Wunderschön oder Bürostuhl. War bestimmt mal sauteuer. Gibt's hier auch irgendwas anderes? Yay, Gesundheitspflaster. Alles nehmen. Okay, gut. Wo will ich schlafen? Ich bin verwundert. Okay. Ist hier irgendwo was? Nee. Hey, ist das Rost oder Blut? Ich kann das gerade gar nicht verstehen so richtig. Ja, ne? Ach, hier! Ich verstehe. Ach, ich sehe da rechts, sehe ich gerade mein Dienst. Der Ölschlamm ist überall. Für die meisten bedeutet er den sicheren Tod. Doch manche konnten sich an die neue Umgebung anpassen. Die Evolution fand ihren eigenen Weg. Denk dran, gegnerische Angriffe zu parieren. Oh, das wird aber, ja. Ach du Heilige. Oh Gott, ist das, starr. Ein bisschen unsmooth, muss ich sagen. Oh, ach du Heilige. Ah.
Sag mal. Beeil dich mal ein bisschen, bitte. So, der ist schon mal weg. Jetzt haben wir hier noch die beiden. Blitzschnell. Ja, aber wie Sau. Ich bin so schnell, ich sehe mich noch nicht mal auf dem Bildschirm. So, die beiden sind schon mal erledigt. Bangerang. Mitten ins Gesicht. Mitten in die Piep. Plündern. Oh ja, gib ihm. Denk dran, deine Heilungsgegenstände einzusetzen. Ja, nee, was ist das? Geht doch noch. Plündern, wir wollen ihn plündern. Wen soll man denn plündern? Ihn hier. Gewöhnlich. Kribbeltoffee. Gesundheits... Ah, okay, alles nehmen. Interessant. Haben die auch was? Oh, hier. Was ist das? Uhu, Klinker. Da darf man bestimmt nicht rein. Der hat nichts. Okay, gut, wir leben noch. Hä? Ich schnall das noch nicht so richtig hier mit diesem Auswählen. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder volle Regeneration. Gott, da hab ich jetzt gar nicht auf. Gottes Willen. So, den haben wir schon mal. Nein! Oh, du solltest dich doch bewegen, nicht einfach dein Dings hier fertig machen. Schön aufgeschnitten. Wow, kaboom! Vielleicht hätte ich doch den anderen Typ nehmen sollen, jetzt wo ich immer Fernkampf spiele. Super effektiv. Super, super effektiv. Wäh. Okay, wo holt denn der die her? Was ist mit dir jetzt hier los? Bitte fall um, ich habe deine Typis schon umgebracht. Oder zumindest, Boah, Matrix, boah. Blöblöblö. Gesundheitsregeneration, ja. Eine Pille. Wir nehmen gern diese Pille. So. Midi, was ist los? Ich glaube, mein Kater möchte was essen, Clement. So. Entschuldigt bitte. Das habe ich jetzt nicht rausgeschnitten, weil das hier wirklich nur klein war. Das war's. Mehr hatten wir nicht. Okay. Gut, dann integrieren wir mal. Wir integrieren mal. Total cool. Warte mal hier. Hä? Wieso ist hier nichts? Oh nein, bitte sei nicht so ein Spiel. Mein erstes Spiel hier auf dem Kanal war Ari and the Secret of Seasons. Das war an sich voll, es war schön, aber was mir halt überhaupt nicht gefallen hat, waren die großen Areale, wo überhaupt gar nichts war. Also, gar nichts. Da war nichts. Da war, wie hier, war da nichts. So, oder ich sehe es einfach nicht. Sieht voll schön aus. Schon bin ich wieder da. Ich mag auch, wenn man so rennt hier. Sieht auch voll süß aus. Oh, die Tapsis zeigen uns den Weg. Eisenball, Schildträger. Du musst den Schild mit Nahkampfwand durchbrechen, bevor du den gehst. Ah, okay. Oh, nein, nein, nein. Bitte. Wieso seid ihr nicht allein? Das ist voll gemein. Ich bin immer allein. Boah, voll Matrix-Dinge. Oh, jetzt geht's ab. Das ist schon sehr cool, muss ich sagen. So, ich will die gern wohin locken. Ich würde nämlich gern hier das mal machen. Butum. Butum. Wow. Puh.
Also wenn man einmal drin ist, dann geht's voll gut, muss ich sagen. So, du kleiner Wicht, dich bringen wir jetzt auch noch schnell um. Verbesserungspunkt 1. Ich habe einen Hundemarker bekommen. Neue Stufe. Du erhältst EP, indem du Gegner... Ja, ja, das ist ja klar. Quest abschließen. Durch den Stufenunterschied kannst du eines deiner Attribute um 10 erhöhen. Außerdem erhältst du einen Punkt, mit dem du Fähigkeiten in den Bunkfu und Talente... Ah, okay. Ja, yeah, wir haben Stufe 2. Integrieren. Wir nehmen alles. Und wir brauchen natürlich unsere Zeug gar nicht nehmen, weil wir sind ja hier noch... Ich schau gleich mal in unser... Was gibt's hier? Alles nehmen. Okay. Gut. Ich würde gerne mal... Warte mal. Wie komme ich ins Menü? Die Werkstatt. Wundung... Das ist aber groß hier. Heieiei. Ja. Ach, das hier ist der Lebensbaum. Zumindest sieht es so aus. Baum des Lebens, ja. Todeszone, wir sind hier unten. Ich würde gern, wie kommen wir denn in unsere... Warte mal. Das hier. Ich würde gern mal was, ganz kurz was gucken. Video. Helligkeit. Bildratenlimit. Was ist denn ein Bildratenlimit? Ist das FPS? Scharfschützen. Nee, Scharfzeichnungseffekt. Machen wir einfach mal 25. Bringt das was vielleicht? Spiel speichern, das hört schon gut an. Okay. Spiel wurde gespeichert. 35 Minuten haben wir gerade gespielt. Zurück. Ich wollte. Ach hier, okay. Attribut erhöhen. Was macht man jetzt? Ich würde gern Stärke. Was dich nicht umbringt, macht mich stärker. Wenn du Stufen aufsteigst, das ist okay, Nahkampf oder Fernkampf? Ha. Es gibt zwei Säulen des Wung Fu, die grundlegende Kampfkunst, mit der du beginnst, und die Waffenmeisterungstechniken, die du mit Verbesserungspunkten aus Stufenaufstiegen freischalten kannst. Nahkampf. Du kannst jede Art von Nahkampfwaffe verwenden, jedoch musst du für jeden Waffentyp Spezialangriffe lernen und freischalten. Unbewaffnet, Einhandhieb, Doppelwaffen-Nahkampf. Du kannst jede Art von Waffen, Nahkampfwaffen, können, jedoch musst du für jeden Waffentypen Spezialangriffe lernen und freischalten, um sie einsetzen und Super Wung Fu Status aktivieren zu können. Ach, das ist das, was wir alles gelernt haben. Okay. Wung Fu bestätigen, ja. Das müssen wir, das, das und das. Okay. Du kannst jetzt deinen Spezialangriff ausführen. Okay. Ich glaube, wir sind durch. Okay. Wumfu. Okay. Ich will jetzt mal... Ah, okay. Sehr cool. Warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Kamen wir hierher? Ich weiß es nicht. Ja, hier haben wir auch typischer Fall von hier ist nichts. Jetzt haben wir so lange auf das Spiel gewartet, jetzt ziehen wir das durch. Ein Notfallkoffer aus der alten Zeit. Ein seltener Anblick.
Oh, eine Crowbar ist da drin. Heißt das nicht Crowbar? Alte Weltkralleisen. Wie heißt denn das auf Deutsch? Brechstang? Untersuche die Tür. Ja, meine, nee, ich weiß nicht, wie das in echt heißt. Also, nee, Brechstange nicht. Integrieren. Tief hinunter, verlasse den Raum. Okay. Es ist sehr wunderbar. Wunderbar. Wir haben hier übrigens Fliesen. Bisschen alt. Das Rohr sieht instabil aus. Das Kralleisen dürfte sich hier nützlich machen. Also ich mag wirklich diese Stimme. Die erinnert mich ein bisschen an Scar, muss ich sagen. Kann ich nicht einfach so machen? Okay, geht nicht. Yeah. Damals echt ein Loch. Ich finde, ich weiß nicht. Wow. Höchste Wer ist Zeit, eigentlich einen Weg hier rauszufinden. Echt jetzt, ich mein's ernst. Okay. Wenn das uns die Stimme sagt, die wir nicht kennen, dann machen wir das mal. Oh Gott. Wäh. Führe einen Doppelsprung. Müssen wir hier raus? Ist hier etwa eklig? Oh, hier ist eklig. Hier ist radioaktiv auf jeden Fall. Die Marks erzeugen in ihren Multiorganen Biomaterie, die sie unter Stress abstoßen. Wenn sie absorbiert werden, beeinflussen diese Klumpen auf zellularer Ebene die pathogenen Stränge jedes Lebewesens, dich eingeschlossen. Einer ist bei halber Gesundheit geschlitzt. Muss ich eigentlich die Pflanze umbringen? Also praktisch das, wo es herkommt? Hey, was soll das? Ich muss parieren. Ich vergesse immer zu parieren. Biopunkte. Du hast einen Bioblob absorbiert. Das sind Punkte zum Freischalten von Mutationen. Du sammelst Bioblobs, indem du an verschiedenen Orten auf der Welt Morgs besiegst und Behälter findest. Du kannst deine Bioblobs jederzeit einsetzen, um Spezialkräfte freizuschalten, indem du in den Mutationsabschnitt mit im Menü gehst. Okay. Ich habe jetzt einen Bioblob. Blob, 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 blob. Habt ihr was noch? Bitte? Bitte gib mir was. Wir sollen da hoch, ja, aber nee. Was ist denn hier? Soll ich es kaputt machen vielleicht? Dass da keine mehr rauskommen. Liegt hier irgendwo noch was rum? Nee. Klettere die Kette hinauf. Aber wir haben doch jetzt einen Bioblob. Wie komme ich denn nochmal? Ich weiß nicht, wie ich hier hinkomme. Dahin, wo ich hier bin gerade. Gehe zum Mutationsreiter. Hä? Was? Ach hier, Mutation. Es gibt zwei Arten von Mutationen, Biogenetik und Psychkräfte. Beides sind Spezialfähigkeiten, werden aber mit Hilfe unterschiedlicher Währungen freigeschaltet. Okay. Mottenmund. Drücke die Taste, auf die du die Fähigkeit gelegt hast, während du einem Gegner zugewandt bist, um Mottenmund zu nutzen. Dadurch wird jeder kleine humanoide Gegner, den du triffst, infiziert. Ah, das ist cool. Geheime Galle. Nee, gemeine Galle. Drücke die Taste, auf die du die Fähigkeit gelegt hast, um gemeine Galle zu nutzen. Du speist giftigen Schleim in Richtung, in die du schaust und fügst allen getroffenen Gegnern Schaden zu. Das ist auch cool. Ah. Ich glaube, wir nehmen mal das hier. Aber ich weiß gar nicht. Ach so, wo wollen wir es denn hinlegen? Zugewiesen hast und drücke und halte dabei. Ah, okay. Ja, okay, wir haben jetzt gemeine Galle. Wie komme ich denn zurück? Habe ich hier auch noch was? Nee. Okay, wir haben gemeine Galle. Eklig. Das ist ja sehr schön. So. Hier ist die. Ach, hier ist es. Okay. Gehen wir hoch. So.
Ich mag übrigens unseren süßen Hut. Ist er nicht süß? Da will ich hin. Komm mal da hin. Nein, wie kommt man da hin? Wir müssen, glaube ich, außen lang. Gut, dass du so stark bist. Oh ja, Sprecher. Da sagst du aber was. Oh, wir können uns auch von der Wand abstützen, oder was? Huiuiui. Ha. Ich sag doch, ich krieg irgendwann eine Kiste. Das ist meine Kiste. Das ist jetzt meine Kiste. Damit gehe ich zum Tierarzt. Wow, wir haben ein Gesundheitspaket bekommen. Das ist ein bisschen ungeil. So, es hat nicht viel gebracht, muss ich sagen. So, bevor wir diese Tür öffnen, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Was haltet ihr bisher vom Spiel? Habt ihr es euch vielleicht selbst geholt? Erfüllt es bisher eure Erwartungen? Ansonsten könnt ihr mir gern alle eure Gedanken zum Spiel in die Kommentare schreiben. Die nächsten Folgen werden wahrscheinlich 30 bis 35 Minuten lang. Und ansonsten könnt ihr euch auch gern auf meinem Kanal umschauen. Morgens um 10 kommt Nioh, 15 Uhr kommt Returnal, 17 Uhr demnach Biomutant. Und um 20 Uhr kam Outriders und um 21 Uhr Resident Evil Village. Genau, das ist so der bisherige Plan. Schaut da gern vorbei. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss.